A story which will never end as long as the dynasty continues. Hallöchen, meine Zockerfreunde. Willkommen zum 15. Part von Medieval Dynasty. Und natürlich auch wieder mit eurem Nowbody. Und ja, ne, ihr seht, hier liegt noch ein bisschen Baumaterial rum. Ich war noch mal fleißig gewesen die letzte Nacht. Habe mal die Schneiderei hingesetzt, was wir schon länger vorhatten. Und die nächsten Häuser, die dann halt hier so in eine Reihe hinkommen. Ne, zweimal das größere Haus und halt einmal das kleine, weil es nicht anders passt. Irgendwann ist halt der Weg vorbei, bis die Straße wieder kommt. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal das kleine Haus, würde ich sagen, fertig. Das geht ein bisschen schneller. Weil wir ja auch wieder Leute brauchen. Und wir machen natürlich, wie gesagt, auf jeden Fall den Grabungsschuppen heute. Und schauen mal, dass wir halt noch Leute für unser Dörfchen kriegen. So, haben wir alle? Ja. Stein. Ah, ne, genau, hier oben, da müssen wir noch Stein und Stein. Da fangen wir da an, würde ich sagen. Einmal die Hütte schnell fertig. Dann werden wir noch den Grabungsschuppen machen. Und ich hoffe, dass wir jemanden finden werden, der dann halt auch für den Grabungsschuppen geeignet ist. Das wäre mega geil. Müssen wir auch nicht selber mehr auf Steinsuche gehen. Und haben auch direkt den Kalkstein, dass wir später die Häuser isolieren können. Das wäre natürlich schon mega cool. Da müssen wir noch. Da hatte jetzt eins gefehlt. Dann die Dächer. Haben wir schon alle Rundhölzer durch, sehr gut. Dann schmeißen wir das eine auch direkt ins Lager, wo es hingehört. Obwohl, wir können mal eben gucken. Oh. Wir haben nicht mehr so viel Brennholz. Wir sollten das dann mal eben zu Brennholz machen. Und allgemein nachher nochmal Brennholz organisieren. Und wir haben auch wieder Durst und Hunger, aber sollten wir alles haben. Ja, Flanbrot und. Ach, verkehrt. Einmal trinken. Guten Schluck aus dem Trinkschlauch, oder oh, war aber nicht viel. Komm, nehmen wir direkt noch ein. Ja, das ist schon besser. So, dann nehmen wir uns mal ein paar Steinchen. Oh, komplett überladen. Gucken wir, dass wir die Hütte hier schnell fertig gezimmert kriegen. Ich hoffe, der Hammer macht das noch mit. Und dann werden wir schön die Grabungshütte bauen vor. Ne, ich wollte schon sagen vor Gustovia, aber das ist ja doch ein Stückchen weg von Gustovia. Aber halt die alte Stelle, wo wir sie vorher hatten. Da ihr mir ja in den Kommentaren gesagt habt, dass es das immer noch so ist, dass die quasi dann da einfach rüber spawnen zu den Sachen, die weiter weg sind. Bauen wir die wieder an der gleichen Stelle wie früher. Weil wir dann halt auch wieder schön einen Gebäudeplatz gespart haben. Weil jetzt der Hammer doch kaputt gegangen hat, toll. Da müssen wir doch nochmal eben nach Rundholz gucken. Und Stöcke wahrscheinlich. So, guck mal, der war schon fleißig, sehr schön. Ein Rundholz. Boah, der ist viel zu viel. So, 10 Stöcke. Einmal Hämmerchen bitte. Dankeschön. So, können wir auch wieder weitermachen. Gehen wir uns mal noch ein paar Steinchen holen. Auch überladen, aber nicht so stark wie eben. Seitenwände noch. Ich wollte schon sagen, dann haben wir die Wände schon fertig, aber schon wieder fast die kleinen Seitenwände da oben vergessen. So, die noch.
Jawohl, dann gehen wir uns noch ein paar Bretter holen. Genau, 12 waren es, 24, 6, 48 brauchen wir. So viele hatten wir beim letzten Mal noch, ja. Ist doch schon wieder ein bisschen mehr geworden von unserem fleißigen Holzfäller. So. Nehmen wir die mit. Oh. Können uns nicht mehr bewegen. War dann doch ein wenig zu viel anscheinend. Okay. Schmeißen wir mal die raus. So, passt. Und da haben wir das Haus auch schon so gut wie fertig. Das ist sehr gut. Und ich hoffe ja, dass wir dann wirklich noch einen finden, den wir direkt in den Grabungsschuppen setzen können. Das wäre echt mega. Aber es ist halt immer ein bisschen Glückssache, ne? Was man für Leute gerade so findet. Aber wir müssen ja auch erstmal bauen. Der wird ja auch wieder ein paar Rundhölzer fressen. So, erstmal wieder Ausdauer aufladen. So. Oh, da haben wir schon das nächste Haus fertig. Da machen wir sowieso wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil zum einen können wir die Quest dann da weitermachen. Tada! Haus ist fertig. Hier mit den 10 Einwohnern. Und wir bekommen natürlich die Leute direkt, die wir auch brauchen. So, jetzt nehme ich nochmal eben 3 Rundholz raus. Die machen wir verkehrt. Schnell zu Brennholz, dass da ein bisschen mehr drin ist, während wir weg sind. Nicht, dass sie auf einmal dann anfangen zu meckern, uns ist kalt. So, schmeißen wir die rüber. Die 8 nehmen wir uns natürlich mit. Und dann, also die Steinchen können wir noch eben wegtun. Ja, da wären wir. Leute, wir haben den Schweinestall. Sehr schön. Das heißt, wir haben die 250-Punkte-Marke gemacht. Ah ja. Und wir könnten mal ein neues Feld hier setzen. Ne? Das hatte ich ja weggemacht, weil ich den Weg hier erstmal durchgezogen hatte. Ja, ich würde sagen, das machen wir hier. Man kann dann nämlich hier auch weiter Punkte sammeln für unsere Landwirtschaft. Und ich würde sagen, ziehen wir bis da ran. Okay, weiter geht nicht. Gut. So, dann hat er auch wieder was zu tun, ne? Unser Brezeljunge. Auch wenn er sich gerade wieder weigert. Hallo. Brezelboy. Ja, genau, mit dir reden wir. Ja, ich hoffe, der wird gleich was tun. So spät haben wir ja... Ach, wir haben noch eine Fähigkeit, sehe ich gerade. Ja gut, Technologie ist klar, da haben wir gerade... Wo ist es da? Den Schweinestall freigeschaltet. Fähigkeiten. Ah, hier sind wir nochmal. Okay. Naturgewalt hatten wir einmal. Achso, ja, es war wohl einfach nur so gewesen. Ich glaube, wir nehmen eher das. Die Ausdauer regt uns ja meistens auf. So, ja, das sind halt alles so Dinge, ne? Die brauchst du später eigentlich nicht mehr wirklich, weil das ja alles die Leute für uns erledigen dann. In die Richtung wollten wir. Ist natürlich ein bisschen schade. Da würde ich mir echt wünschen, dass die die Sachen irgendwie ein bisschen überarbeiten. Dass das auch wirklich später Sachen sind, die man noch braucht. Weil im Prinzip brauchst du die Hälfte davon gar nicht skillen, weil du es eh nicht mehr brauchst, weil die Dorfbewohner das machen. Das ist halt echt, ja, einfach schade. Da müsste man sich eigentlich gar nicht so viel Mühe geben beim Skillen. Außer bei den Diplomatie-Sachen jetzt so eventuell, wegen Verkaufen halt. Aber sonst, ja gut, den Fährtenleser, ne, der ist noch ganz interessant. Aber sonst hast du da nichts, was du eigentlich später brauchst. Das ist relativ schade. So. Ich laufe noch zur Stelle rüber und dann sehen wir uns, wenn ich da bin. So, wir haben unser Plätzchen erreicht. Hier sind schon wieder die... Ah, da noch nicht.
Aber da ist eins, diese Lehmvorkommen oder Ton, man kann es nennen, wie man es möchte. Und da hinten sind wir die Steinchen zum Abbauen. Und ich meine, wir haben beim letzten Mal die Hütte relativ hier gebaut, ne? Oder was heißt die Hütte? Den Grabungsschuppen. So, Ressourcen, Grabungsschuppen. Ja, lässt sich gerade nicht platzieren. Ah, hier aber, okay. So, ein Baum was im Weg. Ne, sieht nicht so aus. Ist natürlich schade, dass der so hoch steht. Sieht ein bisschen doof aus. Kriegen wir das nicht besser hin? Und da steht er auch hoch. Ja komm, nehmen wir hier die Stelle. Oh, Glück gehabt, das Tonvorkommen ist noch da. Okay, dann zimmern wir den mal schnell zusammen hier, würde ich sagen. Ne? Ein bisschen Rundholz hatten wir ja noch dabei. Das braucht Stroh. Mist, müssen wir nochmal Stroh organisieren. Überhaupt nicht dran gedacht. So, dann schmeißen wir die Bäume hier drumherum mal eben um. Einmal. Zweimal. Federn, Federn, Federn. Ach, siehst du, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet, ne? Ob die Küken uns jetzt mittlerweile auch schon Federn geben? Eier vermute ich ja mal nicht, weil es sind ja Küken, ne? Aber das sollten wir bei Gelegenheit auch mal, wenn wir dran denken, nachschauen. Das wäre auch echt interessant. So. Na, wo ist der dritte? Der hängt... Oh, wie soll man denn da dran kommen? Na gut, dann bist du halt auch noch fällig, ne? Würde ich mal sagen. Oh, unsere Axt macht jetzt auch eine Grätsche. Da haben wir schon mal einen Stein. Da liegen noch welche. Sollen wir schnell eine neue herstellen? So. Das ist das eine Rundholz von eben noch. Zap. So, 3, 4. So. Sollte wohl reichen, denke ich mal, für die Hütte hier. Ich hoffe es. Ah. Nee, wird nicht reichen, okay. Hat doch ein bisschen mehr gebraucht. 1, 2, 3, 4, 5 Rundholz noch, okay. Na gut, wir werden, egal was wir machen, so oder so mehr abernten. Dann können wir auch direkt hier die Ahornbäume machen. Rundholzer brauchen wir eh immer. Voll daneben mal wieder, der Razimir hier. Zip. Hey, bleib hier. Jetzt haben wir wieder was anderes aufgehoben. So. 2, 3, 4. Und dann nehmen wir noch direkt den nächsten Ahorn hier. Das ist jetzt doof, dass wir kein Stroh dabei haben. Da habe ich auch echt nicht dran gedacht. Noch schlimmer wäre, wenn er jetzt Bretter brauchen würde. Das wäre ja richtig mies gewesen. Aber Stroh sollten wir doch noch schnell besorgen können. So. Ah ja, genau. Brauchen wir jeweils nur einmal hämmern. 8, 16. Okay. 32 Stroh. Gucken wir eben. So, sorry. Stimme gerade ein bisschen weg gewesen. Ich hoffe, dass hier doch irgendwo Stroh ist. Nein, natürlich nicht. Wird da vorne erst bei Gostovia sein. Ist aber nicht so schlimm. Wir wollten ja eh gucken, was da jetzt im Herbst so abgeht an neuen Bewohnern, die wir kriegen können. Dann können wir auch gleichzeitig ein bisschen Stroh mitnehmen. Na, hier fängt es schon an. Sehr schön. Ne, Zweige wollen wir nicht. Mann, jetzt ist aber die Stimme gerade ein bisschen weg. Hallo, heb's jetzt mal auf. So, geht doch. Er hat wieder Probleme heute, Razimir. Er ist nicht ausgeschlafen. So, was haben wir jetzt? 18. Das hat man gesagt, 8 pro Einheit, ne? Ja, 32 hatten wir, glaube ich, gesagt. So, haben wir jetzt? Ja, haben wir drin. Okay.
Und dann gehen wir mal eben im Dörfchen gucken. Oh, da sitzt nur einer. Ist wahrscheinlich immer noch der gleiche vom letzten Mal, ne? Oh ne, wir haben Damen jetzt hier sitzen. Eine Handwerkerin und Diplomatie. Ja. Ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Mal eben kurz überlegen, Handwerk. Ja gut, wir könnten noch eine Näherin dann brauchen, ne? Aber das Gebäude ist eh im Moment nicht frei. Ja komm, wir schauen mal. Wir brauchen ja auch noch eine Dame. Ah, guck mal, die ist 29. Jetzt müssen wir nochmal eben. Management. Ah, guck mal, die würde zu unserem Brezelboy passen vom Alter. Ja, guck mal, der hat schon ein Level up. Bei seiner Feldarbeit. Sehr cool. Und die anderen? Ne, ist noch alles bei 3, okay. Selbst der Tatumia ist bei 3, okay. Den haben wir doch sogar als erstes gehabt. Naja, okay. Ja, was wollte ich sagen? Sollten wir doch vielleicht gucken, dass wir die kriegen. Dann können wir die zu unserem Brezeljungen stecken. Hast du einen Moment Zeit für uns? Ah, geht das wieder los? Klatsch und Tratsch, Adligen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Was machen wir? Komm, wir probieren nochmal die Adligen. Oh, plus 15, alter Schwede, okay. Ich wollte gerade sagen, das hatte ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Das hat diesmal sogar mega gut funktioniert. Oh, das Feuer geht schon an. Hast du nochmal einen Moment Zeit? Schönes Wetter. Plus 5, jawohl, wir haben die 70 voll, Leute. Mehr möchte sie auch gar nicht. Ja, egal. Guck mal, da haben wir unsere Näherin und sogar jemanden für einen Brezelboy gefunden. Wir schaffen eine Siedlung. Gut, wir sehen uns dort. Sehr schön. Haben wir schon wieder jemand. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir hatten ja die Ulrika bei ihm im Haus. Die tun wir jetzt mal. Hä? Jetzt kann man auf einmal noch Leute in andere Häuser oder wie? Egal, wir tun die jetzt hier in das freie Haus. Oh, ach so, jetzt muss ich erstmal gucken, bevor ich verkehrt mache. Ne, da sind wir. Da ist der Brezelboy. Bewohner hinzuweisen. Die Griselda, oder wie man sie ausspricht. So. Dann müssen wir nochmal hier. Dann geben wir der Guten auch einen Job, würde ich sagen. Ja, außer die Lager ist im Moment nichts frei. Ja gut, ist das halt so, ne? Arbeit zuweisen. Ist die erstmal Ladenbesitzer, bis wir die Näherei fertig haben. Sie ist ja auch bei Diplomatie 3. Also sollte die das auch nicht wirklich unglücklich machen. Ja, das lief natürlich super. Oh, wir sind gerade am Verdursten, sehe ich. Trinken wir nochmal einen Schluck und gehen nach Borovo nochmal rüber. Gucken. Hallo, wir brauchen Wasser. Ja, danke. Schauen wir mal, wie es da aussieht. So, ziehen wir uns nochmal ein Flanbrot rein, würde ich sagen. Ob wir da noch jemanden bekommen? Vielleicht bekommen wir dann ja jemanden jetzt für die... Ja, mit den Namen, die habe ich mir noch nicht wirklich gemerkt. Wo ist er denn? Die 31, die Ulrika war es. Mit ihren 31. Ach guck mal, kaum ist sie alleine im Haus. Geht ihr, ihr Wohlbefinden nach oben. Das ist ja auch interessant, okay. War die so unglücklich mit dem, mit unserem Brezelboy? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Komm, ein bisschen schneller. Mit dem Wasser, das dauert immer, ne? Aber ich sehe keine Anzeige da, ne? Ah, jetzt kommen sie gerade, okay. Auch wieder nur eine Person, okay. Ja, komm, schnauf mal ein bisschen durch. Ja, ist schade, dass aktuell immer nur eine Person am Feuer ist. Ja, der hat 3 beim Fischen sammeln. Aber das dauert ja noch, bis wir das was haben. Kazimir, wie alt bist du denn? 26. Ja, das ist mir ein bisschen zu knapp vom Alter. Falls sie jetzt wieder hochspringt auf 32 oder so. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wann das gewesen ist. Ja, und von dem Wert her können wir ihn auch nicht wirklich brauchen, ne?
Nee, das haut leider nicht hin mit dir, Junge. Schade. Schade, schade, schade. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja hier noch zwei Möglichkeiten. Da werde ich jetzt nochmal rüberlaufen. Und dann sehen wir uns, wenn wir da drüben bei den Geschwisterdörfern sind. Und dann kriegen wir hoffentlich noch einen Arbeiter für einen Grabungsschuppen. Ne? Aber ja, den müssen wir dann nochmal mit dem Strohdach fertig machen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also, wir sehen uns, wenn ich drüben bin. Ja, wir sind angekommen. Hier findet wohl eine kleine Techno-Party statt oder so wieder. Leider ist nur die Frieda hier. Die hat halt auch die harte Arbeit, ne? Ich würde ja eigentlich immer ungern eine Frau hinstellen, aber wenigstens hat sie das, ne? Alter 27, okay. Ja. Da müssen wir mal eben nochmal nachschauen. Management. Ja gut, die könnten wir auch zum Brezelboy stecken, ne? Oh, der scheint auch nicht mit ihr glücklich zu sein, okay. Wieso auch immer. Sein Wohlbefinden geht nicht nach oben. Schade. Ja, für uns ist er auch definitiv zu alt. Das bringt leider gerade nichts. Hatte sie, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal eben ins andere Nachbardörfchen rüber. Ist ja zum Glück nicht so weit. Dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Ich hoffe, deutlich besser. Also die hatte zwar jetzt den richtigen Wert, aber wir haben auch keine Hütte mehr frei, wo sie jetzt rein könnte. Das wäre ja das nächste Problem dann. Da ja immer nur ein Pärchen, quasi eine Familie in ein Haus kann. Also ich mache mal die Fackel an, ne? Dann seht ihr mehr. Wir haben ja Nacht mittlerweile. Die hält auch nicht mehr so lange, sehe ich gerade. So, da vorne haben wir das. Oh, guck mal, da haben wir sogar zwei Leute. Das Geschwisterdörfchen wollte ich gerade sagen. Achso, Ausdauer leer. Ich denke, wieso springt der Gute nicht über den Zaun? So, jetzt aber. Ich mache die Fackel nochmal aus. Ein bisschen sparen. Du hast natürlich. Obwohl, du hast da zwei. Ja, komm. Könnte man mit dir probieren, ne? Alter 20. Du bist natürlich jetzt ein bisschen jung. Sie war ja 31. Ja. Ja gut, nützt nichts. Ist halt wie es ist. Aber Hauptsache, wir haben dann erstmal einen. Und du hast auch nur Zweierwerte. Ja. Auch nichts so Besonderes, ne? Könnte man später mal irgendwann zum Fischen gebrauchen oder so, ja. Ne, da müssen wir erstmal Baldum. Was? Baldomer. Guck mal, da könnte der Schwager, Neffe, Bekannte, Verwandte, was auch immer vom Baldwin sein, ne? Dann sollten wir doch mal gucken, ob wir den nicht überzeugen können. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter. Jetzt ist natürlich gerade Nacht. Die Adligen weiß ich auch nicht. Ja, wir probieren mal das schöne Wetter. Oh, plus 10. Sehr schön. Kürzlich der Jagd. Und wieder die Adligen. Ah, die Jagd. Plus 2. Okay. Ah, oh, nochmal schönes Wetter. Und wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Können wir noch? Wie ist denn in letzter Zeit ergangen? Sollen wir es auch noch probieren? Ja, komm. Nochmal plus 10. Geil. Und, ah, jetzt hat er keinen Bock mehr. Egal, Jung. Wir haben dich. Sehr cool. Wir haben jemanden für einen Grabungsschuppen. Jawohl. Den müssen wir aber dann natürlich noch fertig bauen. Erstmal ein Haus zuweisen. So. Dann bist du in der Hütte. Ja, ich war gerade irritiert, weil die Zeichen jetzt eine andere Reihenfolge haben. Aber er hatte die zwei hier beim Bergbau gehabt. Okay, sehr cool. Leute, wir müssen zurück den Grabungsschuppen fertigstellen. Weil sonst können wir denen ja keine Arbeit zuweisen. Also ich mache nochmal Fackel an, damit ihr was seht. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch in diesem Part. Und guck mal, dann haben wir schon 9 Leute, ne? Fehlt nur noch ein Einwohner. Ja, und wir müssen mal gucken, dass wir langsam eine Holde kriegen, ne?
Ich würde sagen, damit fangen wir am Winter an, weil ich halt immer ein bisschen Angst habe, dass zu so einem Jahreswechsel dann die, ja, die Bewohner da wechseln am Feuer. Und wir, weißt du, wenn jetzt ist ja schon quasi der letzte Tag im Herbst. Und wenn wir da anfangen mit einer zu flirten und die weg ist, das macht wenig Sinn dann. Von daher warten wir noch auf den Winter und dann schauen wir mal, dass wir auch eine Holde kriegen. Und dann hätten wir sowieso die 10 Einwohner direkt voll. Das wäre mega. So, dann gucke ich mal eben. Ah, hier ist kein Schiff. Und dann hätte ich noch die 10 Stroh für die Fackel gesammelt. Die geht nämlich gleich kaputt. Aber ich würde sagen, ich renne nochmal zum Grabungsschuppen rüber und dann sehen wir uns, wenn wir da sind. Ja, da ist er, unser Grabungsschuppen. So, den werden wir jetzt noch schnell zusammenzimmern. Hab auch noch eine neue Fackel hergestellt in der Zeit. Hattet ihr eben gesehen, dass da doch noch ein bisschen Schilf war, wo wir waren. Na, baut der daneben. Das habe ich mir noch gegönnt, eben eine neue zu machen. Damit ihr ja auch ein bisschen was hier seht in der Nacht. So, mega. Grabungsschuppen haben wir auch. Mega cool. So, nochmal Management rein. So, dann kriegst du jetzt auch direkt einen Arbeitsplatz. Grabungsschuppen, Arbeit zuweisen, Bergarbeiter. Mega cool. Da ist der Part ja wieder vollends aufgegangen von dem, was wir vorhatten. So, dann stellen wir das hier noch eben ein. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wobei Salz kann auf jeden Fall runter. Da braucht man nicht so wirklich viel. Da machen wir lieber 5 da mehr und bei Steinen, weil da brauchen wir eh noch Steine für die ganzen Steingebäude später und die Häuser, die bauen wir sowieso schon aus Stein. Kalkstein wegen dem, wegen der Isolierung so. Da können wir eigentlich den Ton auch ein bisschen runter machen, ne? Da braucht man gar nicht wirklich. Da machen wir auch nochmal so und dann sieht das Ganze doch schon wieder viel besser aus. Ja, dann kann der Verwandte vom Baldwin, der Baldomer, ja, am nächsten Tag schon loslegen, wa? Hat natürlich leider nur einen Zweierwert gehabt, aber egal. Hauptsache, wir bekommen die Ressourcen, der wird ja auch steigen vom Wert mit der Zeit. So, wie wir das ja schon gesehen haben. Da steht die Hütte wieder. Hier ist alles, was er abbauen kann. Jawohl. Gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Ja, ich guck gerade mal. Die halbe Stunde ist ja jetzt auch schon wieder ziemlich voll. Hat wieder alles bestens gepasst. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, ich schubse jetzt noch ein paar Bäume um. Nehme noch ein paar Rundhölzer mit. Für unsere nächsten Baustellen, die kommen werden. Und Brennholz muss ich natürlich dann nochmal gucken im Lager. Und dann werden wir wahrscheinlich im nächsten Part ja, eventuell noch ein Haus fertig machen, ne, für die nächsten Bewohner halt, dass wir immer so jetzt Step by Step noch ein Haus fertig machen von der Reihe. Und wie heißt es, natürlich uns um die Farm kümmern. Wir haben ja jetzt auch den Schweinestall freigeschaltet. Das bedeutet, wir müssen unbedingt den Schweinestall bauen und Schweinchen holen wegen dem Dünger, weil sonst sind wir die ganze Zeit wie doof Dünger am Kaufen. Das wären jetzt so die nächsten Aufgaben, die wir vorhaben. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Hat mich gefreut. Haut da rein. Euer Nobody. Ciao, ciao.